Hallo, ich bin Dennis und das ist Jörn. Ich bin hier heute zu Besuch im schönen Dafern und ich habe mich auf den Weg gemacht, weil Jörn, seines Zeichens Besitzer der Landschlachterei Gerbinath, mich eingeladen hat, damit wir uns mal angucken können, wie die Wurst in die Pelle kommt. Ja, Jörn, vielleicht stellst du dich mal kurz vor und sagst, wer du bist, was du hier machst. Ja, mein Name ist Jörn Gerbinath. Ich habe hier in Dafern eine kleine Fleischerei, ein kleines Familienunternehmen. Mittlerweile in der dritten Generation und wir haben uns in Herten kennengelernt auf einer Barbecue-Meisterschaft und haben eigentlich gesagt, wir könnten eigentlich mal zeigen, wie die Wurst so in die Pelle kommt, so wie bei der Sendung mit der Maus, das wissen vielleicht auch so einige nicht. Und ja, da haben wir uns jetzt halt mal heute verabredet und wollen euch da mal was zeigen. Alles klar, los geht's! Okay, wir haben die Zutaten aufgebaut. Was kommt denn da überhaupt in die Pelle? Wir wollen zunächst einmal eine Bratwurst herstellen nach Thüringer Art. Thüringer dürfen wir sie ja nicht nennen, das ist ja ein Gebietsschutz. Das darf ja nur direkt aus Thüringen sein. Also wir machen hier was nach Thüringer Art. Das ist ein Rezept, was habe ich mal bekommen von einem Thüringer Fleischermeister und das schmeckt mir auch sehr gut. Und zwar haben wir hier Eisbeinfleisch. Wir haben die sogenannte Schüttung, das ist Eis, das brauchen wir, damit das Fleisch beim Verarbeitungsprozess nicht zu heiß wird, weil im Fleisch ist ja Eiweiß enthalten und sonst würde das Eiweiß gerinnen. Deswegen halten wir mit dem Eis die Temperatur unten. Und wir haben eine Grobeinlage, die besteht aus Schweinebacke und Schweinebauch und natürlich die Gewürze. Die Geheimmischung. Die Geheimmischung. Es wird am Ende ganzer Kümmel enthalten sein. Dann des Weiteren haben wir Salz, Pfeffer und ein Kutterhilfsmittel auf Zitratbasis. Das ist ein Mittel, das sorgt dafür, dass sich das Wasser, Fett und das Fleisch nicht entmischt. So, dann fangen wir mal an. So, hier sehen wir einen Schneidmischer, den sogenannten Kutter, und da füllen wir die Zutaten jetzt rein. Los geht's! Mit dem Schweinefleisch. Das schneiden wir jetzt bei geringer Messerdrehzahl einige Runden vor. Dann kommt das Salz und das Gewürz hinzu. Danach kommt das Eis. So, wir haben jetzt das Magerfleisch mit den Gewürzen und mit dem Eis verkuttert und jetzt kommt eine Grobeinlage rein. Wir werden diese Wurst auch nicht ganz fein kuttern, es soll eine grobe Bratwurst bleiben. So, wir haben jetzt den gewünschten Zerkleinerungsgrad erreicht und werden jetzt noch ein wenig ganzen Kümmel untermengen. Nicht mehr schneiden, nur noch mengen. Das hier ist ein Vakuumfüller und von dem aus wandert die Wurst gleich in die Pelle. Dazu tut Jörn gleich das fertige Brät oben rein und unten kommt es raus. So, was haben wir denn hier Feines? Das hier ist ein Naturdarm vom Schwein, ein Schweinedünndarm. Den werden wir jetzt hier mit Wasser durchflößen und dann auf das Füllrohr, auf die Tülle ziehen. Und dann können wir dort das Wurstbret einfüllen. Die Wurst lassen wir auch ungebrüht, die kommt roh auf den Grill und deswegen füllen wir die recht locker ein. Nicht zu stramm, weil die noch wie ein Hefeteig nachher aufgeht auf dem Grill, damit der Darm nicht platzt und die Masse Luft hat zum Aufgehen, füllen wir den sehr locker ein. So, die erste Portion grobe Bratwurst ist fertig und gleich gibt es noch einen zweiten Rutsch hinterher
den wir dann zu die gute Hausmacher Bratwurst verarbeiten. Und das schauen wir uns gleich auch nochmal an. So, für unsere Bratwurst habe ich hier das sogenannte Schrotfleisch, das Verarbeitungsfleisch, das besteht aus Schwein und ein bisschen Rind. Und das lassen wir jetzt als erstes durch den Fleischwolf. Für die Hausmacher-Bratwurst ist der Herstellungsprozess, wie wir eben schon gesehen haben, der gleiche. Wir werden gleich nochmal das Fleisch buttern und dann gucken wir uns das Resultat an. Diese Bratwurst werden wir in einen sogenannten Kunstdarm einfüllen. Das ist ein künstlich hergestellter Kunststoffdarm. Der sieht so aus, der ist auf so einer Raupe gerafft. Und da füllen wir die Wurst hinein und dann wird die gebrüht. Und danach wird die wieder aus dem Darm rausgestriffen. Dann hat die Wurst eine sogenannte Eigenhaut. Jetzt hängen wir die fertig eingefüllte Wurst auf Räucherstücke, auf Rauchspieße. Und dann kommt die in die Kochkammer und dort werden sie dann gebrüht. Die hat jetzt 40 Minuten gebrüht, die ist jetzt gar, die werden wir jetzt aus der Kochkammer holen und anschließend kommt die in heißes Wasser, damit wir die dann aus der Kunstpelle ausstreifen. So, die Bratwurst ist gebrüht, die hat jetzt durch das Garen eine Eigenhaut erhalten und braucht den Kunststoffdarm nicht mehr und jetzt können wir die so ausstreifen. Der Darm ist über, Abfall und die Bratwurst ist fertig. Und ich kann euch sagen, die schmeckt auch so schon verdammt gut. So, da ist die fertige gebrühte Wurst. Die wird jetzt gleich nochmal einmal kalt abgebraust und dann kommt das Ganze ins Kühlhaus. Und dann auf den Tresen. So, ein spannender und ereignisreicher Nachmittag zu Gast bei Jörn neigt sich dem Ende entgegen. Wir haben unsere eigene Bratwurst hergestellt und ob die auch schmeckt, wovon ich überzeugt bin, werden wir gleich sehen. Jörn hat hier eben schon einen Anzündkamin vorbereitet und während er drinnen noch sauber macht, kümmere ich mich jetzt darum, die zu grillen. Bis gleich! So, vor uns liegt jetzt die erste eigene Bratwurst, zumindest meine. Ich kann nur sagen, vielen Dank Jörn für den schönen und aufschlussreichen Tag. Hat echt total Spaß gemacht. Wir verköstigen die jetzt noch und wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne wissen, Verbesserungsvorschläge. Genau, wir machen auch in Zukunft gerne noch ein anderes. War ein toller Tag, runde Sache. Vielen Dank. Ja, Prost. Prost. Thank you.